oder wo ich eingeliefert worden bin im November damals, 66, da bin ich sofort unter der kalten Dusche. Da haben sie mich duscht kalt und abgespritzt kalt. Da habe ich mir gedacht, für mich wäre ein Albtraum, nicht? Das kann es ja nicht sein. Da haben sie schon gesagt, da war auch der andere Wind nicht. Da weißt du, nur wundern, was da ist. Und da habe ich gesagt, es war fürchterlich. Ja. Und durch den Fluchtversuch bin ich dann nach Kirchberg am Wagram gekommen. Das war ein alter Bezirksgericht, Gefängnis war das, da haben sie mich, das haben sie angemietet gehabt. Da waren nur 12 Mann, haben da Platz gehabt außen, Einzelzellen. Und da bin ich nach Hause gekommen, 6 Monate. Auch unter Pensum, Folter bis zum geht nicht mehr. Ja, da hast du jeden Tag deine Hieb gekriegt, in verschiedener Art und Weise. Und ja, dann habe ich das halt irgendwie überstanden außen auch. Und dann bist du wieder zurückgekommen ins Heim nach Wien. Und da wiederum, wo ich den großen Fluchtversuch damals gestartet habe, wo man in die Fallen gegangen sein und nicht mehr rausgekommen sein, da haben sie mich nachher so bewusstlos geschlagen. Da war ich noch 14 Tage im Keller, bis alles ein bisschen abgeheilt ist. Und dann bin ich vorgeführt worden, damals im Psychiater, ganz ein bekannter Wiener Psychiater war das, und der ganzen Kommission halt nicht. Und dann ein drittes Mal haben sie mich nicht mehr rausgetan, Kirchberg am Wagram, weil da bin ich schon in der Zeit entlassen worden. Und wie gesagt, auch außen, wie es da war, wenn neue Ankömmlinge, die hast du zusammenstoßen in Gefangenenhof. Ja. Und dann die Erzieherin hat gesagt, so, jetzt kommst du mit. Und dann sind wir gegangen, einen langen Gang, dann sind wir über die Stiegen auf. Da war schon einmal ein Gitter, wo es vor dir aufgesperrt haben und hinter dir wieder zugesperrt haben. Dann bist du so im rechten Winkel auf die Stiegen gegangen, dann war schon wieder ein Gitter auf, hinter dir wieder zu. Und dann sind wir gegangen, noch einen Stock höher, dann bin ich gekommen in eine Wäschekammer. Da habe ich dann gekriegt meine Nummer, meine Wäsche mit der Nummer, also das Bettzeug, Nachthemd, Heimkleidung, Strümpf und Schuhe. Ne? Und weil sie eingewandt haben, sie da abgenommen. Ne? Das ist kontrolliert worden unten und dann hast du es einmal gekriegt, dann hast du einen Kosten zugewiesen gekriegt und dann hast du es eingesperrt. Ne? Und das hast du nur bei Besuchstagen oder so anziehen dürfen und das ist ja für mich flach gefallen, weil ich habe nie Besuch gekriegt. Ne? Da hat es gegeben, bevor wir schlafen gegangen sind, hast du müssen in die Reihe, eine ganze Reihe machen, die Kinder. Und wenn halt einer was gemacht hat oder was, der hat müssen durch die Straßen durchgehen und jeder hat müssen immer ratschen gehen. Ob es jetzt dein Bruder war oder ob es jetzt dein Freund war oder sonst wer, jeder hat müssen auch ratschen gehen. Und weh, du hast nicht richtig geschlagen, dann bist du der Nächste gewesen. Ja, das war die Watschenstraßen. Und unten hat es kein Zimmer, die haben geheißen Rumpelstilzchen und so Märchennamen. Ja, und dann bin ich ein paar Jahre da gewesen. Ah, da bin ich angerissen. Mit meinem Bruder und mit Noah. Wir sind auf Innsbruck aufgestoppt und in Hopfgarten, da haben wir uns getrennt, weil 3 Stunden, das ist nichts. Jetzt bin ich allein aufgestoppt, am Westbahnhof her. Und mein Bruder und der eine Kollege ist auch nach Innsbruck aufgestoppt. Und die sind nach Hause gegangen und ich bin zum Westbahnhof zu den Obdachlosen, zu den Sandler. Und die haben mich ja. Ich habe schon gesagt, ich bin von Heimat gerissen und alles. Die haben mich, als wenn ich ein Bub gewesen wäre. Ne? Ja, die Gesperrte war so, da warst du nicht so lange dürfen. Da war ein Erzieher oben, der muss früher Basketballer gewesen sein. Der hat den Schlüssel so genau geworfen, sein Schlüsselbund, der hat die genau zwischen die Schulterplatten geworfen. Ja. Ich habe das nachher nach 14 Tagen einmal gespürt. Aber so hinterhältig wie ich war, wo ich gesagt habe, komm, habe ich den Schlüssel genommen und habe mir gleich beim Fenster aus dem Hof runtergetragen. So. Und den hat er nicht gerechnet, weil das noch nie einer getan hat. So, da habe ich es aus dem Messer. Er hat sich das dann zweimal überlegt. Er hat es noch zweimal nur einmal getan und dann habe ich den Schlüssel wieder runtergetragen. Aber das war so gemein. Ja, das hat so weh getan. Und das war so ein Schlüssel dann gewesen. Und die alten Schlüssel war schon für die alten Türen mit den Bart, den da
Das war fürchterlich. Aber das habe ich zusammengebracht, dass ich den Schlüssel zweimal abgekriegt habe und auf. Hat auf einen Stock habe ich es müssen. Die Erinnerung fängt eigentlich erst an, wo ich Schulgänge angefangen habe. Und da bin ich viel bei den Clankindern gewesen. Da habe ich schreckliche Erlebnisse. Also die Kinder, wenn sie nicht essen wollten, sind sie über die Bettlehne gelegt worden und sind sie gefüttert worden. Und was ich nie empfunden habe, irgendein Gefühl. Nur Härte. Also, dass einmal ein Kind ein Kleinkind in den Arm genommen worden ist und oder einmal ein nettes Wort oder ein Lob. Lob hat es da überhaupt keins gegeben. Das, glaube ich, war ein Fremdwort. Und wir haben zuschauen müssen, wie sie da eine Katze, Junge gehabt, dem sie neben uns da säuft. Da war ich schon älter, die Kleinkinder haben auch zuschauen müssen. Und der Herr Pfarrer, das möchte ich auch noch sagen, das war ein langer, hagerer Mensch, gell? Und wie gesagt, da haben wir die Führung gehabt und da hast du deine Gesatzeln sagen müssen, jetzt bist du ja über mir gewesen, nicht? Der hat die so gepackt, so hat er den Mittelfinger rausgetan und hat ober dir, du bist in der Bank geguckt, auf die eine Box, das hat der Pinkel hat's drauf gezogen, also das war fürchterlich, also wir wundern uns, dass du heute keine Platzwunden gehabt hast, aber Pinkel hat er und was ganz große Mode war, Haarreißen, dass ich mir oft gedacht habe, dass ich als erwachsener Mensch noch, jetzt nicht mehr, aber so einen Zopf gehabt habe. Also die Haare, die haben alle gesagt, die damals aufheben, in der Briefkorbe rein und wenn wir Besuchstag haben, dann gehen wir sie in die Eltern, dass sie mal sehen, was, also die haben die gepackt und haben die gerissen, dass es knirscht hat. Also die haben ganze Glatzen hat es draußen gerissen. Da haben wir noch auf die Nacht uns die blauen Flecken, wenn gehaut worden bist, und die Glatzen am Kopf gezählt. Das war für uns ein Sport eigentlich. Wie sagt man, ein Spiel. Das, du hast zwei, drei, der ist neu, das ist neu, und das hast du heute gekriegt, das gestern gekriegt. Und da ist das angeschaut worden. Wie die Affeln, wie sich lausen, haben wir wegen die Glatzen geschaut. Nicht? Ja, und dann war ich in St. Martin und habe nicht gewusst, dass ich eigentlich in einem Heim bin, sondern habe eher gemeint, ich bin in einem Gefängnis und habe aber überhaupt nicht einordnen können, warum und wieso das passiert. Die hat mir das auch nicht gesagt, die ist mit mir da oben gefahren. Also wir haben einen Chauffeur gehabt, das war ein schwarzer Mercedes, weiß ich noch so gut. Irgendwas so von einem höheren Landesbediensteten, glaube ich, mit dem Chauffeur dazu. Ja. Da bin ich dann gelandet. Und durch das, dass hinter mir die Tür zugesperrt worden ist und dann die Gitter zum Ding, war ich eigentlich anfänglich der Meinung, es ist ein Gefängnis für Jugendliche. Also wir sind sehr katholisch erzogen worden und sehr auf die Zukunft als Hausfrau und Mutter. So, eine Frau hat den Mann zu gehorchen, hat sich unterzuordnen, hat nicht zu widersprechen, eine Frau hat für die Kinder da zu sein, für die Erziehung und nicht arbeiten gehen und so Sachen und halt ja jeden Sonntag in die Kirche gehen, wie es eine katholisch-christliche Familie so macht. So auf das hin sind wir eben wirklich nicht vorbereitet, sondern wirklich gedrillt worden, kann man schon sagen. Gell? Also wir mussten schon vom 10. Lebensjahr an, so wie die Kinder halt konnten, auch von ihrer Körperlichkeit her, schon schwer arbeiten am Feld, im Haushalt helfen, Wäsche waschen, alle die Dinge. Und das war auch, ja, sehr weltfremd alles, gell, so, weil sie immer auch gesagt haben, ja, wenn man einen Mann anschaut, wird man schwanger. Und also die haben uns da Sachen erzählt und wir dummen Hühner haben das mit 14 natürlich auch noch geglaubt, weil wir nichts anderes gekannt haben. Die Klosterschwestern, wo man denkt, das sind die Gottgesandten und wirklich guten Menschen, die haben mich eines Besseren belehrt, weil sie haben mir gelehrt, dass ich wiederum der Ausbund des Bösen war und kontrolliert werden habe müssen und gedemütigt worden bin. Und die hat mir zum Beispiel, wenn sie ihren Zorn gehabt hat auf mich, dann hat sie mir halt am Samstagnachmittag, wo Freizeit war, hat sie mir halt das Nachkastel rausgehauen, den Kosten rausgehauen und hat mir fünfmal wieder einrahmen lassen. Hat mich von den älteren Insassinnen birnen lassen. Ne?
und hat auch die anderen aufgehetzt, dass ihr sexuell denen was tun könnt. Ne? Ja, schul. Da ist öfters der Watschenbaum gefallen, wenn du was nicht gewusst hast. Die Erzieherinnen oder Erzieher waren auch nicht gerade die feinsten. Regel knirren, Knierbein machen. Also, die haben sie die Finger aufgehoben mit den Worten und alles. Also, mir hat der Lehrer von 2 Meter auf die Kopfhörer geschmissen, den Kopf. Und dann ist das passiert, haben wir auch müssen wieder reinstellen. Zum Abendessen. Dann habe ich mit jemand im Klo aus und ein bisschen Fußball gespielt, ganz leise, der sonst eh keiner hätte. Dann sind wir reingegangen zum Essen. Dann hat der Erzieher gefragt, was wir da haben lassen. Und ich so gar nichts. Und jetzt wollte er mir ein Ratschen geben, oder? Jetzt habe ich halt so dann, weil ich genau gewusst, er gibt mir ein Ratschen, oder? Und dann hat er mir aber in den Bauch hineingestoßen. Und da habe ich gehabt einen doppelten Dünnerriss. Und zuerst habe ich müssen kotzen, wie schlecht war alles. Dann haben wir es mir in ein Zimmer reingetan und gewartet, bis der Doktor kommt. Und der Erzieher, der was mir an den Bauch hineingestoßen hat, der hat nachher mit einer Erzieherin rein in dem Zimmer, wo ich war, mein Mann geschmust und ich Schmerzen gehabt, dass ich mich nicht mehr auskennt habe. Dann hat der Doktor gekommen, der hat nachher sofort die Rettung angeworfen. Und da haben sie mich nachher in Wirgel notoperieren. Und dann bin ich 5-6 Wochen in Wirgel gewesen, das hat mir gefallen. Kein Heim. Der selige Wort, die Leute haben mir geholfen und ich habe von den Leuten alles gekriegt. Und ich bin ja bis dahin nicht kalt worden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mir einmal, obwohl meine Mama, aber die war berechtigt, einmal eine hinter die Löffel gegeben, aber sonst keine Erfahrung mit Gewalt oder dass man kalt wird und dann war das doch ein tägliches Brot. Und ja, aber trotzdem, wie es heute in anderen Familien ist, wo Kinder auch misshandelt werden, ist es schlimm, dass ich es sage, die hängen trotzdem an ihrer Mutter, also so das Abhängigkeitsgefühl. Und ich habe immer geweint, wenn die Schwester aus dem Raum gegangen ist und für das bin ich dann bestraft worden. Also da hat es dann angefangen von eiskalten Duschen über Gummibracker, über Zwangsjacken, alles war dann da ihre Art, uns dann zu disziplinieren oder mich zu disziplinieren. Da war Arbeitszeit von 7 in der Früh bis 10 auf Nacht, in der Regel. Und eiskalt, dass der Eistapfen auch kein sein. Das waren dicke Mauern. Und da hast du am Tag 2 Briketts gekriegt zum Heizen. Von Haus, auch der Hausmeister war da. Und das ist überhaupt nicht warm geworden. Da bist du richtig in der kalten Teil, dass die Finger praktisch abgefahren sein. Und auf Nacht noch hast du das Pensum, noch wie viele Tausend dir gefeilt haben, haben sie erst die Hosen müssen neu tun und da haben sie das Wasser drüber gehabt und haben dann mit dem Stecken noch nicht drüber gehabt, jetzt mal nicht. Und jetzt, wenn du weggezuckt bist, das bist du automatisch, hast du noch einen Hieb mehr gekriegt. Nicht? Die sind auf bis zu 40, 50 Hiebe gewesen. Dass ich wochenlang nicht mehr liegen habe, keinen so geschwollen als nicht. Und teilweise auch gesprungen. Vielleicht habe ich auch deshalb so rebelliert, dass ich endlich einmal für mich sein habe können. Und nicht immer mit 100 Leuten beieinander oder mit 20, 22. Es war schon eine Strafe, wenn ich so eine Woche drin war. Bis 14 Tage haben sie die drinnen lassen können. Also haben sie die auch gehalten. Sie haben immer gewartet auf eine Entschuldigung und ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich bin ein schwer erziehbares Kind und ich verhalte mich dementsprechend. Ja? Weil ich habe ja den Eindruck gehabt, dass ich ja dort nicht hingekehrt hätte. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass die Füße anständige Eltern sucht für mich, dass ich eine Chance kriege, dass ich vielleicht Kunst oder Musik studieren könnte. Ja. Das waren meine Talente, die ich gern ausgeprägter gehabt hätte. Ne. Aber das hat es für Physiker Kind nicht gespielt. Ne. Und die Physikerin habe ich gesehen, vielleicht einmal im Jahr, wenn sie wieder ein Kind gebracht hat von Oberösterreich. Dann hat sie mich gefragt, ob ich eh brav bin, ob ich mich eh, und sie hat das und das gehört von mir und so weiter und so fort. Und das soll ich abstellen, weil sonst werde ich nicht entlassen und so weiter und so fort. Aber eine richtige Betreuung, finde ich, war das nicht.
wirklich so nicht eingebettet zu sein in dem Ganzen, keinen Ansprechpartner zu haben oder überhaupt keinen Erzieher zu haben, der dich irgendwann einmal nach der Geschichte fragt oder sagt, wie geht's dir denn überhaupt oder brauchst du irgendwas oder kann man irgendwas für dich tun, das hat es nicht gegeben. Und ich glaube, das ist für mich die grausigste Erfahrung eigentlich gewesen. Na, jedenfalls kommt das Mädel zurück. Haben sie sich natürlich voller Dreckisse gewesen und da ist, haben sie sich einer. Und in dem Speiseraum, da waren die 60, 70, 80 Kinder waren drinnen, gell, war Mittagessen. Dann ist das Mädel nur geschlagen worden, also getreten worden und geschlagen worden und gerissen worden am Arm und so weiter. Dann ist die nach dem Mittagessen, hat sie vor dem Mittagessen das war ganz ihr Lieblingsding immer, ihr Lieblingsstrafe von alle, so richtig pervers war das oft, eine Gummi-Hexenmaske aufsetzen. Also ich habe sie auch einmal gezogen, aber ich bin nicht abgehauen, sondern weil ich nicht getan habe. Nicht? Da kriegst du fast keine Luft unten drinnen. Und da musst du ganz ruhig atmen. Dann bist du auf ein Stockerl aufgestellt worden, dass die natürlich alle gesehen haben. Und hast diese kreislige, schiere Hexenmasken aus Gummi aufgehabt. Und da hast du müssen so lange stehen, mit den Händen nach hinten. Oder ganz fein war auch die Hände ausgestreckt. Und wenn es geht, noch ein paar Bücher drauf. Nicht? Und weh durchgenackelt oder was, gell? Sind die Bücher runtergekommen. Zack, hast du deine Batzen gekriegt. Und dann ist die Maske aber gekommen und dann haben die angefangen, dem Mädel die Haare anschneiden. Also dieses Geräusch, das knirschende Geräusch, das höre ich heute noch. Da haben sie die Zöpfe gepackt, die hat natürlich nur gewarnt. Die haben sie die Zöpfe gepackt und da seien sie gar nicht mit der Schar gleich durchgekommen. Das hat so richtig knirscht und haben sie die Zöpfe abgeschnitten und umgeschmissen und dann haben sie die ganzen Haare, was da so war, da so gepackt und abgeschnitten. Die hat ausgeschaut wie ein gerupftes Huhn. Die hat gleich mal Stufen drin gehabt, komplett alles abgeschnitten. Also das war alles, sind die ganzen Haare alles am Boden gelegen, die Zöpfe sind am Boden gelegen. Einmal eins mit Bambusstecken und Watschen hat es gleich mal gehagelt, aber solche, dass unser Kopf, und was mir sehr viel sein, ich habe lange Haare gehabt. Das war eine Strafe. Wenn sie mal so die Haare aufgedreht hat, dass ich richtige Pinkel gehabt habe am Kopf. Dass ich nachher, meine Oma hat Kontakt zu mir, es war ja nicht meine Oma, es war von meinem Stiefvater, die Mutter. Die hat nachher immer in Scharnitz außen mich besucht. Die habe ich gebeten, dass ich die Haare abschneiden darf, dass er mir das zahlt. Weil das einfach nicht mehr, du kriegst ja Kopfweh von dem, wenn du ständig, wenn irgendetwas in der Schule falsch geschrieben hast oder was, es ist schon daneben gestanden und hat dir die Haare auch gedreht, das richtige Pinkel gehabt hast. Gell? Weil das war ja, oder du hast eine gekriegt, dass dein Kopf in die andere Richtung gedreht hat. Weil das ist alles so spontan gekommen. Du warst ja, weil sonst hast du ja mal zurückgehen können oder was, aber das hat uns nichts genutzt, das Zurückgehen. Dann hat man es halt doppelt gekriegt. Und die hat uns den Fuchstier aufgeketzt. Also wenn irgendein Kind etwas nicht getan hat, die hat einen Pfiff gemacht und der Fuchstier, der hat genau auf das Kind zu. Und das, die einzige Rettung war, in dem Hof, wo sie die Schafe geschlachtet haben und wo wir das gebadet worden sind, da ist links eine lange Treppe aufgegangen. Und die hat er nicht mehr. Und da hast du dich nur mal gerettet, dass du über die Treppe aufgesaust bist und da ist er unten gewesen. Nicht? Da hat er gebellt nachher. Nicht? Aber wenn er die erwischt hat, wenn ich schnell genug war, ich war ja schnell genug immer. Nicht? Aber wenn er die erwischt hat, der hat die richtig gebissen. Und die Schwester Rosina war halt so eine, die hat nicht lange geredet, die hat gleich draufgehaut. Also beim Essen... Ich wollte Gemüse nicht essen. Dann hat sie mir das förmlich reingestopft. Dann bin ich hergegangen, habe das Teller genommen und habe das vor die Füße geschmissen. Habe gesagt, das kannst du dir selber essen. Das mag ich nicht. Ja, und das, was sie dann können hat, war draufhauen. Also den Schöpfer auf den Kopf werfen oder die Katzenschüssel nachschmeißen, Löffel auf die Finger schlagen, lauter so Sachen und die Schwester Bia eben. Das war ganz, also das war die zwei und die Schwester Regina, das waren die drei Oberhexen, würde ich halt so sagen. Die waren wirklich schlimm. Also die haben nur gesagt, ja, die Kinder muss man prügeln, damit sie gehorchen. Weil die das ja auf Anleitung von der Mutter Oberin haben die uns so behandelt. Wo ich nachher älter war, hat mich die Oma einmal geholt, aber die wollte immer haben, dass ich einen Kontakt zu meiner Mama aufbaue. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt hat sie mich immer wieder zu meiner Mama da hingetan. Und da habe ich auch keine guten Erlebnisse gehabt. Da ist ja wieder so. Und dann, wenn ich noch gefragt worden bin, ob ich heimfahren will, dann habe ich natürlich Nein gesagt.
Weil ob ich da jetzt ein paar kriege oder da ein paar kriege, das war jetzt echt schon wurscht. Und außen war ich es gewöhnt. Da wollte ich gar nicht mehr heimfahren. Und da, also vom Verhalten her von den Klosterfrauen, hat man die Unterschiede schon stark gemerkt, wo, dass du nichts wert bist. Heute verstehe ich warum. Weil keiner für uns zuständig war. Ich habe draußen heim, habe ich eine Hose versteckt in einer Mauer drinnen. Und da habe ich mich umgezogen und bin mit der Hose arbeiten gegangen. Und das haben sie auch mitgekriegt. Ne? Das hat sie alles gestört. Ne? Und sie haben ja auch nicht, also laut Berichten, haben sie auch nicht einmal verstanden, was lesbisch ist oder was mit mir eigentlich los ist, weil richtig lesbisch bin ich nicht. Ich bin im falschen Körper, ne? Meines Gefühls nach. Ja? Und mit dem haben sie überhaupt nicht umgehen können. Sie haben geschrieben, dass ich Burschikos gehe und dass ich ein Verhalten habe wie ein Halbstarker. Ja? Aber sie haben mit mir nicht umgehen können. Ne? Das haben sie überhaupt nicht. Zur damaligen Zeit war das auch strafbar. Ne? Da hast du ja, bist du ja eingesperrt worden dafür. Und da war dieser Herr Nowak, der ist kurz vor der Pension, der hat gesagt, wenn er kennt, der wird mich auslassen. Der hat mich narrisch gern wegen und hat gesagt, was sie mit euch aufführen, das ist ja fürchterlich. Aber er hat gesagt, er ist knapp vor der Pension, er darf nichts sagen. Das ist auch wirklich nicht. Der muss ich sagen, der hat einen Charakter gehabt, wie selten wäre. Der hätte jedem eigentlich geholfen. Und die anderen waren, wie der Rekowski, das war so ein SSler, hat es ja mehrere gegeben, der Madlea, die Lebenssicherheit, alle nicht mehr. Und die haben einfach ganz ein anderes. Zucht und Ordnung hat es im Kreis nicht. Er hat mir die Befehle weitergegeben. So war das im Kreis Ebersdorf. Der Erzieher hat die nicht angegriffen. Der hat sich zwei Schnappgroße, die haben dir nachher die Panier gegeben. Ja, den Fehler haben sie nicht gemacht. Also ein Erzieher, diese Bobadi, das ist wie ein Mafia-Clan. Der Pate war der Stockchef, also der Erzieher, und seine Untergebenen hat er geschickt. Das ist nichts anderes gewesen. Und man hat das schon gesehen, allein, wie brutal innerlich oder frustriert, ich weiß es nicht, wie man das nennen soll, wie die Klosterfrauen waren, wenn es zur Schlachtung gekommen ist, wie brutal die mit den Haustieren umgefallen sind. Gefahren sein, weil die haben die, wir haben das ja alles sehen müssen. Die haben die Kalben oder die Fackeln über die Kellerstirn zur Waschkuchel, da unten ist geschlachtet worden, angeschmissen, dass die Tiere schreiend da unten liegen geblieben sind, mit gebrochenen Gelenken. Das siehst du schon, weil das bringt gleich ein Mensch fertig, der was wirklich selber mit seinem Leben nicht zufrieden ist. Ich habe mal als Strafe Klo putzen müssen. Und dann habe ich den netten Spitznamen gekriegt, Klostampfer. Ich habe einen Klostampfer unten, eine Sauglocke. Auch den, wenn ich den sehe. In mir wird steif alles. Und die hat mich Klostampfer geheißen. Und die hat sie zu den Kindern gesagt, die Schwester Gertrud, die müssen mir jetzt Klostampfer heißen. Also nicht mehr Edith, ich habe es Klostampfer geheißen. Und wenn eins der Kinder mich gerufen hat, du hallo Edith, oder Edith, kommst du mal oder was? Dann haben die Furzen gekriegt. Wie heißt sie? Das ist ja aber nicht nur mir so gegangen. Es ist alles blöde Sau und Fack und das war gang und gäbe. Das waren ja noch große Namen eigentlich nicht. Und das war du Mistviech du und dir werden wir schon geben und die kriegen wir schon klar und so weiter. Also das war gang und gäbe nicht. So die Schläge nur dazu nicht. Und je, wie gesagt, von den Tritt angefangen, alles nicht. Du hast gesehen, das ist ein Tisch, wenn sie durft beim Krawatte gepackt haben. Und so reingedruckt, weil das waren ja eher kräftigere Leute. Und oder bei der Schulter, wo sie die Hölze gehen, dann schon wieder einen Tritt kriegen. Nicht? Aber das Schlimmste war das eben mit den Schäkel, wie sie unten sagen. So Aluminiumhäfen war das mit Wasser und wenn du die Hosen schmeißt, dann sind sie das lieber gleich. Und jetzt mal habe ich auch nicht drüber gekriegt, was ich oft nicht. Die Erzieher, da hast du gesehen, den Spaß und Freude, was die da haben, was da gestanden sind und haben das zugeschaut. Von einem erhöhten Sockel. Umaus, wo die Stufen ausgegangen ist. Das Schlimmste war für mich, sag ich mal, wir haben alle 14 Tage bitte die Unterwäsche wechseln dürfen und das hat sich da dann alle 14 Tage rausgelegt aufs Bett. Du hast das Gewand nicht aussuchen dürfen, was du gern tragen hättest. Ich wollte nämlich immer lieber Hosen tragen als so hässliche Kleider. Und ja, alle 14 Tage nur so
richtige Körperhygiene, Baden oder richtig duschen, ohne Aufsicht sowieso nicht. Weil da hat sie gemeint, da könnten wir ja was Gott was anstellen. Und das war sehr unangenehm, weil gerade in der Pubertät, wenn man dann so mit 14, 15 ja, anfängt, ein bisschen seine Sexualität und seine Weiblichkeit zu entdecken, oder? Und die Schwester schaut da dann zu, da mit der Bibel in der Hand und schaut so hinter der Bibel hervor, was tut sie jetzt, was macht sie jetzt? Und du musst dann nackt vor der stehen und musst die abwaschen. Also nicht sehr angenehm. Oder Weihnachten war für mich sehr, sehr, ja, das war für mich pervers, dass ich da oben stehen habe müssen im Kreis von 100 Malen. Die haben alle Backen gekriegt, die haben alle Post gekriegt und ich bin da gestanden mit null. Einmal Weihnachten hat mir dann die Lieblingserzieherin, die hat ein Backen gemacht, hat alte Marken draufgepickt, hat sich wirklich Mühe gemacht und hat für mich ein Backen da unter den Weihnachtsbaum gelegt. Das vergisst du nie mehr. Ne? Weihnachten, da haben wir wohl etwas unter dem Baum gehabt, aber das war dann wieder weg. Und sie haben uns ein bisschen für dumm verkauft. Ja, wahrscheinlich haben sie gemeint, wir sind dumm. Das war ein Jahr drauf bei einem anderen Kind. Mhm. Gell? Das ist dir nicht geblieben. So, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Puppe oder ein Bär, dass ich irgendwas gehabt habe. Wir haben nichts gehabt. Ich kann mich auch an keine Spielecke oder Gemeinschaftsspiele, kann ich mich nicht erinnern. Weil ich war immer so in der Schule ein bisschen der Kasperl, habe in die Kinder die Sachen versteckt und weggenommen und dann umgekehrt natürlich auch. Aber ich war immer sehr gute Schülerin, also das hat auch meine Direktorin gesagt, ich gehöre nicht in die Sonderschule. Ich hätte ihrer Meinung nach locker die Hauptschule geschafft. Aber das war eben, das Jugendamt war mein Vormund und die haben das nicht zugelassen, weil sie eben gesagt haben, ja, ich bin so durch Reize überflutet und bin so ein Schreikind gewesen und man hätte mich da nicht beruhigen können und auch bei den Schwestern, da würde es mir eben gut gehen und so. Und das war eben das. Aber ich habe immer sehr gut gelernt und sehr gern und ich bin auch viel lieber in die Schule gegangen, weil da musste man dann nicht so viel am Feld und in der Waschküche und in der Küche helfen. Da war man noch ein Stück weiter Kind, gell? Da haben wir noch ein bisschen so das ausleben dürfen mit Puppenspielen und Lego und was sehr selten war. Da haben wir einen Pfarrer gehabt, einen älteren, da ist mir eine Zeit lang nachher gut gegangen. Das glauben Sie nicht. Ich habe ein gutes Essen gekriegt, ich habe mal einen Kuchen gekriegt. Und das war einer der Gründe, war das, weil wir haben immer den Pater, ein Pater war das, Emanuel, haben wir immer das Mittagessen bringen müssen ins Zimmer. Und ich habe gerade mit der Klosterfrau da wuschen. Und danach ist mir eine Zeitl gut gegangen. Schweigegeld war das. Gell? War immer das große Damoklesschwert über mir, der Jenische, der kam. Das war so. Aber das war nicht nur bei mir so, weil man halt so andere Jenische erzählen hört, das war eigentlich durch die Bank. Also gern gesehen war ich und natürlich die Fußgruppe nicht. Aber für die anderen waren wir nur Abschaum. Sie haben uns so geheißen, die Kauner, die Jenischen, die Rattler, und. Und da habe ich damals den Lehrer Anibas gegeben. Also vor dem habe ich mich gefochten. Ich will sagen, nur einmal, ich wiederhole mir nur, wenn der, das immer mit dem Vorradl, aber es war ja Schule, Heim, Schlafen, alles in einem Haus. Und wenn der in der Früh mit dem Vorradl vor das Fenster von der Klasse, das die Klasse war, nur mehr reinschaut, die Hälfte von dem Wohnzimmer. Oder vielleicht so groß wie das Wohnzimmer auch möglich. Und da waren drei Klassen drin. Erste, zweite, dritte Klasse, also Schulstufe. Und da drin, wenn der gekommen ist, wenn er ein bisschen Urin in der Blase gehabt hat, hat er die Hosen gemacht von der Angst. So gewalttätig wurde er. Und da bin ich hoch, und hat er die genommen und hat ihn in die Holzbank, in die Schräge.
bin im Kopf, aber nicht, sondern richtig schwer gewaltsam. Also da hast du solche Tippel gehabt und blitzblau da oben. Oder wenn du Pech gehabt hast, du warst draußen an der Tafel, dann hat er dich mit dem Meterstab traktiert. Aber schon so extrem traktiert, da haben wir alle einen Angst gehabt von dem. Also das war, ich meine, wenn es einen Teufel gibt, man auf der Welt, hat auch nicht was gewesen. Ganz ein bösartiger Mann. Weißt du, was ein Holzboden? Und da müssen wir auf so einen Holzstück loben, knielen und die Hände noch vor dir. Dann hat man mit der Kante, weißt du, die großen Holzlineale, mit der Kante, weißt du, nicht mit der Fläche, sondern mit der Kante, hat man da die Finger angeschlagen. Wir müssen so vorne hinheben und hat mit der Kante da oben geschlagen. Die sind angeschwollen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die haben kräftig auf uns da eingeschlagen. Wie gesagt, die hat die nicht aufs Klo gehen lassen. Und die eine hat die nachher hergeschlagen, wenn du die Hosen gemacht hast. Also, weil es ist immer ganz extrem auf Tier um und um gehackt worden. Oder man hat immer versucht, irgendwelche Fehler zu erzeugen, wenn man keine gehabt hat, um dir vorzuwerfen. Ich bin in der Früh mit Angst aufgewacht. Und ich bin auf Nacht mit Angst eingeschlafen. Dazu kommen noch Heimweh oder Leid geben, auf jeden Fall über meinen ganzen, also mich wundert es, dass ein Kind so viel Stress überhaupt aushaltet. Irgendwann am Abend habe ich mir mal gedacht, der einzige Weg, also mit dem Abfliegen, verwischen sie mich immer. Ich war zwar oft unterwegs, ich habe mich müssen selber ernähren, also ich schwöre dir, so viel Rhabarber hast du in deinem ganzen Leben nicht gesehen, was ich verspeist habe, oder grünen Klee vom Wald, oder wenn es die Zeit war, von Schwammerle umgefangen bis zu die Bären, die aber ab und zu müssen aus Not ein Hühnerei stellen. Da ist nichts anderes übel geblieben, weil schon war ich verhungert. Es war so, verstehst du? Und ich war auf mich selber gestellt und bettelt habe ich. Bin eben von Bauern zu Bauern gegangen und habe gebettelt. Wenn man mich gefragt hat, woher ich komme, dann sage ich, ja, von da und da. Und ich möchte da und da hin, ob ich nicht ein bisschen Brot oder was haben kann. Ja, dann haben sie mich wieder zusammengefangen. Irgendwann bin ich auch gefallen allein. Weißt du, erkennst du das? Ich bin ja gar nicht Täter. Und ich bin ja nicht der Schlechte, verstehst du? Sondern die haben mich auch geschlagen. Ich kann ja nichts dafür. Weißt du, ich war wirklich auf Zeiten bei der Meinung, ich bin so minderwertig. Und das hat noch gebührt oder ich weiß auch nicht, wie oder was. Einfach war es nicht. Das muss ich dir schon sagen. Ich sage noch einmal, ich habe mir wirklich das Doppelte leisten. Man muss eine Familie ernähren. Und ich habe nicht können runtergehen und sagen, ich möchte Sozialhilfe oder was da gibt oder so einen Spaß. Erarbeiten. Da hat mich eine Fürsorgerin abgeholt, eine kleine, ausgefressene, mit großem Hut, und zu der habe ich Großmutter gesagt. Irgendwann ist von meiner Vorstellung her, so schaut eine Oma aus. Und da bin ich ja schon wieder deppert, als debil eingestuft worden, dass ich sie als Oma betitelt habe. Gell? Und die hat mich da rauf. Da bin ich zu der Schwester Bia bin ich gekommen, in eine ganz dunkle Gruppe, also es war alles dunkel, gestunken hat. Und ich habe mich wahnsinnig gefürchtet vor die Klosterschwester, ich habe noch nie eine gesehen in meinem Leben. Und da hat es schon angefangen mit Strenge und Weinen war verboten, das war verboten, das war verboten. Ich war 6 Jahre. Ja, 5 Uhr, 6 Uhr morgens, gelobt sei Jesus Christus, dass die Betten aussah, Betten machen,
Kontrolle, ob ich nicht ins Bett gemacht habe. Da hat's dann, ich war sowieso immer Bettnässerin. Da hat es nachher nichts zum Trinken gegeben. Weniger zum Essen, Essensrationssperre, wie man da sagt. Ja, du warst halt die Bettsacherin, also das war ja ein unanständiges Wort, aber die anderen haben es gewusst, dass ich ins Bett gemacht habe, weil das hat man ja groß an die Glocke gehängt, dass sie wieder ins Bett gemacht haben. Und dann ist mir Erdäpfel schälen gegangen, um in die Küche, man hat weder noch frühstückt, also irre große Hefen mit Glühhase, Erdäpfel, die hat man müssen schälen, zack, zack, und feuerrote Hände hat man gehabt, gell. Dann, was ist dann noch, Wäsche aufhängen im Winter bei der ärgsten Kälte, dass da die Finger abgefroren sind. Also die Wäsche war schon starr, die hat man nicht einmal mehr nach oben hängen gehabt. Es waren verschiedene Keller, wie sie gerade aufgelegt waren. Also es waren immer Keller, wo kein Licht war, es war stockdunkel, du hast dich gefürchtet. Und auch Spinnweben, ich habe immer leider die Spinnweben gespürt. Von dem fürchte ich mich heute noch. Und mit Zwangsjacke. Also du hast dich weder kratzen können oder sonst was. Und da bist du stundenlang gestanden, mir hat es auch gefroren. Dann hat es einen Kohlenkeller gegeben. Da bin ich einmal den ganzen Tag drinnen gestanden, da war nur Kohlenstaub. War ich total schwarz, weil ich mich auf die Kohlen gesessen habe. Also Keller hat es zu Genüge gegeben. Und dann hat man mich eben geholt, mit dem Packer so geschlagen und stundenlang im Keller gesperrt, mit Zwangsjacken wieder. Ich habe immer Zwangsjacken gekriegt, damit ich mich nicht wehren kann. Ja, und isst den ganzen Tag nichts, weder was zum Trinken, nichts. Und ja, dann ist irgendwann einmal Abend geworden und dann hat man mich geholt. Da hat es halt Haferflocken mit Tee gegeben und das wollte ich nicht. Dann hat es mir einen irrsinnig großen Löffel, das waren so große Löffel, hat es mir reingeschubt, dabei bald erstickt dann die Haferflocken. Ist davor schon, wie das bampft hat, gell? Und keine Luft mehr gekriegt, das Scheißlein mir geflogen, die Haferflocken. Ja, und dafür hat es noch wieder ein paar Tätschen gegeben, weil die Schwester Caritas hat sowieso ganz zugeschlagen. Und rausknien. Also mittels in die Gruppe knien. Einen Stuhl habe ich müssen nehmen und den Stuhl heben, ewig, und dann habe ich den Stuhl nicht mehr gehabt, weil der war ja schwer, weil ich war ja untergewichtig auch noch. Und dann habe ich ihn eben, bin ich so zusammengesackt und habe ihn so auf den Kopf oben gehabt. Dann hat sie mir mit ihren Drähten, die hat eh so orthopädische Schuhe angehabt, die hat sie mir dann hinten reingeknallt und dann bin ich gern wieder gerade gestanden und den Stuhl so gehabt. Auch stundenlang. Die Kinder haben mit mir nichts reden dürfen, ganz leise hat sein müssen. Dann ist das Waschen gekommen. Die Schwestern haben irrsinnig gern gewaschen. In alle Körperöffnungen sind sie da gefahren und alles, was halt Löcher gehabt hat, ist mir reingefahren und reinbohrt und extra fest. Und es war halt immer mit Schmerzen verbunden. Ja, und ich habe mich leider erinnern können, sie haben auch die Erwachsenen gewaschen mit den großen Busen. Ich habe ja selber einmal mitgeschildert, weil ich nie Busen gesehen habe, dann habe ich solche Schellen gesehen und die haben die Schwestern dann gewascht. Ich finde eben, Erwachsene können sich selber waschen, oder? Warum da die Schwestern gewaschen haben, keine Ahnung. Ich habe immer die gleiche Unterhosen angehabt. Und die hat man dann halt auf den Kopf gesetzt gekriegt, wenn die voll geschissen war, oder wie auch immer, die ist ja schon gestanden. Und ja, niederknien und die Unterhosen am Kopf. Ne? Das waren die sogenannten, da hast du müssen aufstellen. Die Unterhosenkontrollen und die hast du müssen so heben und dann hat sie mir die Unterhosen reingeschaut. Meine war sowieso immer voll bist und der wie dann natürlich war das sehr gut, ne? Niederknien und die Unterhosen auf den Kopf und so hast du müssen dann knien auf den Raumteppich oder in der Nacht, wenn man nicht mitbetet hat, raus. Stundenlanges Knien mit Blümo hat man da gesagt. Ich sag Blümo, Federbett auf den Kopf. Da hast du keine Luft gekriegt. Das waren ja schwere Federbetten, gell. Ja.
ich war eigentlich immer, wie soll ich sagen, ich habe mich gegen das System immer aufbäumt. Ich habe mir nichts gefallen lassen. Für mich war es nicht schlimm. Für mich war das Schlimmste, ist eingesperrt sein. Die Schlösser und die Vorhangschlösser oben und das, ich wollte meine Freiheit einfach haben. Das war für mich das Schlimmste. Also ich habe weder Schläge gekriegt oder sonst was, weil ich immer zurückgeschlagen habe. Ich habe mich gewehrt. Ich habe halt meine Sanktionen gekriegt. Ne? Kein Ausspeis und Wochenende kein Nachtfilm. Den habe ich aber immer gesehen, weil ich irgendwie reingekrochen bin unter dem Vorhang und habe da geschaut. Und den anderen habe ich alles weggefressen. Mir war das keine Strafe nicht. Ich habe einmal Besuch gekriegt, da war ich 7 Jahre, vom Pflegevater. Da habe ich Erstkommunion gehabt. Sonst eigentlich nie. Ich habe immer gewartet auf Besuch und man hat die Pflegeeltern nicht hinlassen. Und der hat immer wieder probiert, mich zu besuchen und man hat ihnen das nicht erlaubt. Und meine Mutter war extrem streng, bösartig, geschrien den ganzen Tag. Also ich war daheim nur als Aschenputtel. Ich konnte nur die Geschwister versorgen, das waren ja alles kleine Babys und ich war nur die lange Hure und ja, also nichts Gutes gehabt. Ich hätte mir gewünscht, ich komme wieder zurück nach Martensbühl. Der Vater besoffen, der hat die Mutter geschlagen, Katastrophen. Also ich bin mit 13, habe ich dann den ersten Selbstmord gemacht, weil ich dort nicht mehr sein wollte. Und der Stiefvater, wenn er besoffen war, hat gesagt, was hast du denn das lange Elend eigentlich von da oben runtergeholt? Gell? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich eigentlich nirgends willkommen bin, nachher verschüsse ich mich, habe ich halt alles an Tabletten gegessen. Und da war ich eben ein paar Tage auf der Intensivstation, also da war ich schon auf der Kippe. Und die größte Enttäuschung war, dass ich wieder da war. Und ich habe aber alles an die Psychologen erzählt, die was da noch gekommen sind. Also es hat keiner reagiert, weder Jugendamt auf das Ganze, nichts. Und dann natürlich hat mich daheim ausgelacht, die Selbstmörderin, bring die doch um und hin und her. Was die Geschwister waren boshaft, die haben mich geschlagen und da. Und angefangen zu reden habe ich, mein Gott, wie ist denn das gegangen? Ja, von heute auf morgen. Ich sage so, jetzt mache ich es auch. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Dann habe ich mich hingeguckt und habe alles geschrieben, aus dem Stegreif und abgeschickt. Ich habe es eigentlich gar nicht gelesen, was ich geschrieben habe. Ich habe mir so richtig einmal alles von der Seele geredet, mit Fehler und was ich was und ja. Ja, das, wie soll ich sagen, das kommt jetzt halt immer noch mehr. Man hört da wieder viel. Man ist immer wieder konfrontiert mit Gerüchen oder mit irgendetwas. Oder wenn ich Kinder sehe, ich sehe in jedem Kind, sehe ich mich, wie das war in meinem Alter. Ich denke viel intensiver jetzt über das Ganze nach. Was wäre, wenn, denke ich mir immer, vielleicht was anders gewesen. Die Ankunft war eben mit Fürsorgerin und am kleinen Kofferle geht es halt in den Gruppenraum und wird empfangen. Damals war ich eben zuständig für die Gruppe der 8- bis 10-Jährigen wie Schwester Benjamina. Der Koffer ist im Schlafsaal mit 30 kleinen Betten. Der ist aufs Bett geknallt worden und dann wollte die Fürsorgerin mit der Klosterfrau noch sprechen und wir haben es dann in den Hof geschickt, ganz alleine. Und ich trete also vor die Haustür und das Nächste, das passiert ist, war, mir trifft ein recht heftiger Schneeball am Auge, ich habe geblutet. Dann ist einer der größeren Jungs, der da geworfen hat, auf mich zukommen, hat mich auf eine recht ungute Art mehr oder weniger getröstet. Also er hat mir am Kopf gehabt, hat gesagt, ich sollte nicht wehleidig sein und wehe, ich sage irgendwem was. Und das hat mich eher verärgert und ich habe also diesem mehr als einen Kopf größeren und Tritt in den Hintern verpasst und dann hat mich halt die ganze Meute verfolgt
Und in diesem Bubenburg-Eingang geht es dann rechts weg zur Küche und dann kommt aus der Küchentür so ein schwarzer Arm und dann hat mir Philomena die Köchin vor dieser Meute in Sicherheit gebracht. Oder? Hat mir ein Keksal gegeben und hat da gesagt, ja, du bist der Neue, so quasi, da müssen alle durch. Wenn man neu ist, wird man halt ein bisschen schikaniert, aber das legt sich dann. War dann Zeit, in die Gruppe zu kommen, Abendessen war angesagt, ich habe vortreten müssen. Benjamin fordert mich auf, zu beichten. Ich habe jetzt nicht verstanden, was da los ist. Was hast du getan? Ich habe halt dem Trottel an den Arsch treten. Habe dann erstmal sofort ihre Schlaghand kennengelernt. Das ganze Programm halt so an Haaren und Ohren gepackt und gegen den Schrank gedroschen, mit ihren spitzen Fingernägeln ins Ohrwaschel zwickt und dann habe ich erst erfahren, wie der Vorwurf da lautet, ich sei in der Küche gewesen und hätte gebettelt. Also Essen gebettelt. Habe ich nicht gemacht, mich hat die Köchin in die Küche geholt, hat mich da vor Schlimmerem bewahrt, habe dann versucht, der Benjamina diesen Vorfall genau zu schildern, krieg wieder eine auf die Nuss, weil ich habe gebetzt. Also war dann irgendwie schon ganz eigenartig. Es hat dann Essen gegeben, ich habe dann beim Suppenlöffeln irgendwie wollt guten Wind machen und sage halt so sinngemäß, heute ist gut. Und kriegt dann sofort wieder von hinten eine auf den Kopf, aufs Ohr getrommelt, weil beim Essen hat man das Maul zu halten, da herrscht Stillschweigen. Jetzt war es dann irgendwann so, dass ich irgendwie aus dem Schneider war, weil irgendwer hat dann gekichert. Und der ist dann auch wirklich so hinterrücks an den Haaren über die Sitzbank rausgezogen worden, hat eben auch seine Kanonade an Watschen ausgefasst. Und dann ging es halt weiter nach dem Essen, es war so ungewohnt, es war so unwirklich, dieses in Gänsemarsch aufstellen, um dann gemeinsam so in einer Reihe aufs Klo zu gehen, egal ob du müssen hast oder nicht, sondern man geht aufs Klo und dann darf man nicht mehr. Es ist uns dann auch eingeschärft worden, nach dem Abendessen kein Wasser mehr zu trinken, damit man halt nicht so viel aufs Klo gehen muss. Für mich war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, da bleibe ich nicht. Also da bei nächstbester Gelegenheit bin ich dahin, das geht so nicht. Ja, davor war noch das erste Mal antreten zum Schlafen gehen, dieses zwangsweise Wassertreten für die Bettnässer, das Gebet zum heiligen Sankt Veit, der dafür sorgen soll, dass man nicht ins Bett schifft. Weg mit bei Zeit, nicht früher und nicht spät, dass nichts ins Bett geht. Und wenn halt dann doch, dann hat es halt wieder Prügel gegeben am nächsten Tag in der Früh oder eben auch diese Unterhosenkontrolle. Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben mitgekriegt, dass es in Kinderheimen einen Kapo gibt, der im Auftrag jetzt der Gruppenschwester Unterhosen kontrolliert. Und wenn er da irgendwas sieht, muss er sagen, Schwester! Also, und dieses Anreden mit dem Familiennamen, Schwester Daschenwald. Ja, ich habe den Pater Magnus als sehr lauten, dominanten, herrischen Menschen kennengelernt, der cholerisch war, der gebrüllt hat, der zugeschlagen hat aus nichtigsten Anlässen. Bei Musikproben, ein falscher Ton hat schon gereicht, um einen Trompeter zu würgen oder einen Flötenspieler mehrfach zu ohrfeigen. Die Szene mit dem botnischen Meerbusen ist nur irgendwie unvergessen. Im Religionsunterricht kommt er halt irgendwo auf diese Bucht zu sprechen, nennt eben das diesen Meerbusen und einer meiner Mitschüler damals mit 10 Jahren fängt an zum Kichern und es war eben dieser legendäre Ausraster mit dem, wo er mehrfach gebrüllt hat, du hast gelacht, du Schwein und warum hast du gelacht und hat dann den Buben so verprügelt, bis sich der einfach angebisst hat und dann geht die Sache weiter, du Schwein, jetzt hast du dich nass gemacht, geh nach Hause und zieh dich um. Magnus hat gespielt mit den Techniken, wie man Solidarität in einer Gruppe zerstört. So ein markantes Beispiel waren so die Vorbereitungen auf die erste Ostermesse. Da gibt es eben von, ich glaube, die Matthäus- oder Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Und da haben wir Buben
üben müssen. Da gibt es immer so eine Passage, die lautet: dem Kreuziget, kreuziget ihn. Und das war so eine Schlüsselstelle, da hat der Magnus vorher schon gesagt, wenn wir das heuer schaffen, dann gibt es für jeden ein Eis. Und das dürfte anscheinend niemals zuvor funktioniert haben, weil immer hat dann einer dieses zweite Kreuziget ihn, dass ich irgendwie wieder vergessen. Oder der Chor hätte eben singen müssen, kreuziget, kreuziget ihn. Und irgendeiner von den Kleinen hat halt dann meistens reinbläht, kreuziget ihn, eh gut gemeint. Aber, und dann war natürlich Feuer am Dach. Also während der Ostermess hat er sich dann schon zusammengerissen, aber da hast du schon gemerkt, wie ihm das Gesicht einschlaft. Und dann kaum haben wir die Kapelle verlassen, hat er dann wirklich da mit den Fingern genau mitgekriegt, wer das war, da von Kleinen gezeigt. Und sagt dann quasi zu den Großen, so quasi, dem habt ihr es zu verdanken, dass ihr heute kein Eis kriegt. So quasi, ihr als Kameraden werdet ihm schon zeigen, was ihr davon haltet. Und dann hat es eben regelrechte Treibjagden gegeben, der Großen auf die Kleinen. Dazwischen gab es eben noch den Fußballtrainer, und selbsternannten Genitalhygieniker, der das Duschwesen in der Bubenburg revolutioniert hat. Also unter der Aufsicht der Klosterschwestern mussten wir beim Duschen Badehosen tragen. Und dann war alles anders. Der Badehosenzwang ist abgeschafft worden, aber dann erst beim zweiten, dritten Mal duschen hat man dann schon bemerkt, dass er da gewisse Hintergedanken gehabt hat, hat eben immer Buben paarweise vor seinen Augen sich gegenseitig die Zipfel waschen lassen, hat dann irgendwie so mit scharfen Kommandos befohlen, wer jetzt wen wie anzufassen hat und Vorhaut vor und zurück. Und wer sich halt da ein bisschen sperriger angestellt hat, hat halt dann mehr oder weniger bei ihm Privatunterricht gekriegt, im Nachhinein Schreiben, die er mir dazukommen hat lassen, auf die Vorwürfe hin, versuchte er sich zu rechtfertigen und hatte eben das, was er damals im stillen Kämmerlein mit den Jungs abgezogen hat, dargestellt als Phimose-Prophylaxe, also eben als eine Heilbehandlung, um verengte Bubenvorhäute zu heilen. Ja, es war echt eine spannende Phase. Dieses ganze Entlassungsritual hat dann schon begonnen mit der Aufforderung, für diesen letzten Elternsprechtag im Juni kurz vor Schulschluss einen Plakatentwurf anzufertigen. Ich habe damals als 13-Jähriger, also knapp 14-Jähriger überhaupt nicht eingesehen, dass ich da jetzt zu diesem jahrelangen bösen Spiel jetzt gute Miene machen muss. Dann waren eben auch von diesem Prügelknecht der Erzieher die Drohungen: wenn da nicht in 5 Minuten eine Zeichnung auf dem Plattel ist, dann gibt es wieder Prügel. Und dann habe ich eben diese legendäre Zeichnung mit diesem lebenslänglich Kameraden, diese Verunstaltung des Bubenburg-Logos angefertigt. Und der Erzieher hat das dann irgendwie so benutzt, dass er mich dann triumphierend beim Heimleiter, beim Pater Direktor verpetzt hat. Ich habe dann so eine 2,5-3-stündige Privataudienz bei Magnus genossen, habe halt meine Pflichtwatschen einmal so zur Begrüßung ausgefasst, habe dann irgendwie so mit der Mutterverzweiflung zu ihm gesagt, er kann mir jetzt echt so lange schlagen, bis ihm die Hand abfällt, das wird jetzt nicht wirklich was ändern. Dann hat er es lassen, dann hat er auf mich eingeredet, eigentlich wie auf einem Deppen, hat im Endeffekt dann mehr oder weniger zum Reden angefangen, wie gut die Bubenburg ist, wie gut sie zu mir sind, wie undankbar ich bin, hat dann ein paar Wortmeldungen fallen lassen, die meiner Mutter gewidmet waren. Ein mittelmäßig temperamentvoller Süditaliener hätten ein Land dafür wahrscheinlich umgebracht. Ich kann mich fast gar nichts erinnern, nur an die Farben, an die Klotzen, an die Holzklotzen, die was ich zusammenstellen haben müssen, nach Farbe natürlich wieder. Und das habe ich nicht können. Und sobald die nichts können,
habe ich Schläge gekriegt oder kalte Dusche und wieder ins Gitterbett. Ich kann mich nur an die Vögel erinnern. Das Schreien und das, als wie ein Hund Platz gehen und liegen bleiben und das immer von der Ferne das hören, liegen bleiben, still sein, nicht weinen, du hast nicht zu weinen. So. Aber ich kann mich an keine Kinder erinnern, an gar nichts. Sonst. Und immer die, immer das gehört haben, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nicht besser geworden, ich kann auch nicht reden, immer das erniedrigen. Man kann nichts, man tut nichts. Ich kann keine normale Schule besuchen, sie hat mich auch zurückgestellt von der ersten Klasse, weil ich kann nichts. Und das ist mir halt, ich war auch trotzig nachher dementsprechend. Ich habe mich eben geweigert nachher, weil ich habe nachher in Gramsach nachher fast überhaupt nicht zum Reden. Es ist, ich habe schöne Haare gehabt, die hat man mir gleich runterrasiert, weil ich nicht gefolgt habe. Man hat nicht schön zu sein, man hat dazugehören müssen. Und immer, was irgendwas andere Kinder gesagt haben, du bist schön oder lieb, hat man gleich das Gegenteil gekriegt. Kalte Duschen, eingesperrt, oder Essen war fürchterlich. Und wenn man Essen nicht gegessen hat, dann hat man müssen dabei sitzen bleiben, bis man es gegessen hat. Dann hat man es gebrochen. Dann hat man es wieder müssen essen, das Gebrochene. Und so ist das ausgegangen. Nach Gramsach hat die Vogel eben gemeint, es bringt nichts mehr, das Erziehungsheim. Jetzt tun wir sie in, auf einen Bauernhof. Und bin ich auf Salzburg gekommen, zu einem Bergbauern. Und ich habe mich zuerst gefreut, frei, Tiere, und dann ist es halt wieder von vorne angegangen, um vier aufstehen, fünf aufstehen, Stall gehen, dann schnell abwaschen, oft hat man das nicht zu tun, dann in die Schule, zu Fuß oder Rodel, weil es ja weit, es war ja weiter Weg in die Schule, war eine Stunde, anderthalb in die Schule, und nachher heim wieder, Stall wieder zum Aufgabe machen, hat man überhaupt keine Zeit gemacht. Das brauchst du nicht, hat es gehört, weil du bist eh ein Heimkind, du lernst sowieso nichts. Das braucht man nicht. Und durch das habe ich auch nachher allem schlechte Noten gekriegt und Strafen auch gekriegt. Die habe ich gar nicht gemacht, weil ich habe mir die Zeit gefehlt. Weil wenn ich ins Bett gegangen bin, dann bin ich eigentlich gefallen, lauter müde. Und es ist, und wenn ich Hunger gehabt habe, dann habe ich mir halt ein Brot geholt und dann bin ich gestraft worden dafür, geschlagen worden bin, die Haare gezogen worden bin, stehlen tut man nicht. Und ich habe aber nicht gesagt, ich habe gleich einen Hunger, ich habe nur ein trockenes Brot gegessen. Nein, du hast nichts jetzt, zuerst war gearbeitet, da gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken. Nur arbeiten. Ich habe eine Katze gehabt, eine kleine, und die habe ich nachher ganz lieb gewonnen und alles gegeben und immer die Zeit bei der verbracht. Und die haben wir nachher gleich genommen und weggetan. Das haben sie nicht, das wollten sie nicht, dass ich mit irgendeinem Tier eine Verbindung aufnehme. Ich habe einmal im Lehrer mal gesagt, dass mir nicht gut geht, ich will da weg. Und daraufhin ist auch mal eine Fürsorge gekommen. Und wie die Fürsorge gekommen ist, ist aufgetischt worden. Da ist Kaffee am Tisch gewesen, Kuchen, Speck, Wurst, alles, das habe ich gar nicht gekannt. Und da habe ich Essen dürfen. Und da habe ich auch nachher gesagt, ich will da weg, weil ich darf nichts essen, gleich trockenes Brot. Und sonst darf ich Brot, Wasser oder Milch oder Buttermilch oder sonst schon ja nichts essen dürfen. Und das war halt, und die haben dann gesagt, ja, die ziehen mich, tun wir nachher weg. Ich bin von der Schule heim, es war niemand da. Das hat mich aber überhaupt nicht beunruhigt, weil das war öfter der Fall. Und bin dann spielen gegangen in die Siedlung mit den anderen Kindern. Und gegen Abend so, wie die Kinder dann heimgegangen sind, war immer noch keiner da. Dann bin ich zu meinem Vater rauf in die Badgasse. Und da hat mein Bruder vor der Tür gewartet, auch auf den Papa, und der war nicht da. Und dann sind wir suchen gegangen, zu der Anni runter, in die Schießstandstraße. Und die Anni hat gesagt, der Papa war gerade da, ist aber weg.
Und den haben wir dann nicht mehr erreicht. Und ich habe dann mit meinen 8 Jahren gerade mal die Idee gehabt, weil ich war müde, ich habe einen Hunger gehabt. Wir gehen jetzt zur Schöne Marie, weil die gibt uns ein Semmerle und ein Bett. Das kann ich mich noch erinnern. Und dann sind wir da hingegangen, Schöne Marie Post-Nierenbach. Und das ist dann sehr schnell gegangen, innerhalb von 5 Minuten, also jetzt von meiner Zeitrechnung her, aber es ist wirklich schnell gegangen. Wir waren da nicht lang drin, war für jeden ein Auto da, also für den Klaus und für mich. Der Klaus ist in ein Auto verfrachtet worden, ich in ein Auto verfrachtet und dann waren wir weg. Ich bin zur Vogel gekommen und der Klaus, was ich auch jetzt erst im Nachhinein weiß, ist ins Kloster Dornfeld gekommen. Das habe ich da zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst. Und ja, 27 Jahre hat es dann gedauert, bis wir uns dann das erste Mal von dem Tag an weg wieder gesehen haben. Ja, schrecklich. Also das habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Und immer noch sehr, sehr dunkel alles und kalt und unpersönlich. Ganz, ganz unpersönlich und totenstill war es natürlich, weil alle schon im Bett waren. Und das war grauslich. Und keiner hat geredet, auch die Fahrt dorthin. Niemand hat mit dir geredet. Ich kann mich erinnern, ich bin aber bei der Fahrt dorthin irgendwann eingeschlafen, weil ich so müde war. Ich bin dann da rein, also die Frau, da ist die Autotür aufgegangen, irgendjemand hat mich aus dem Haus, aus dem Auto gezogen, hat mich an der Hand gepackt, die Stiege raufgezogen. Die Tür ist zugefallen, dann habe ich das Auto noch wegfahren gehört. Dann sind wir da in dem Vorraum gestanden, der war vertäfelt mit ganzem dunklem Holz. Das habe ich so in Erinnerung, dass alles so dunkel war und kalt und unpersönlich. Und dann sind wir in Richtung Bad marschiert. Das war ein brauner Terrakottaboden und gelbe Fliesen. Links ist die Badewanne gestanden mit so einem Holzrost am Boden. Die hat mich da nackt ausgezogen, hat mich da mehr mit kaltem Wasser in ein kaltes Wasser reingesetzt, als in einem warmen, hat mir das Kettele abgenommen mit dem Schutzengel, was ich zur Taufe gekriegt habe. Und dann ist sie weg, hat Kleider geholt, dann habe ich da müssen eben nackt stehen und warten. Dann hat sie mir da diese Boxershorts da angezogen, die Standardkleidung bei der Vogel. Und dann hat sie mich in den Aufenthalts- und Schlafraum geführt. Da sind eben die Mädchen schon gelegen in diesen Pritschenbetten. Und da hat sie mir ein Bett zugewiesen und da habe ich mich hinlegen müssen. Und das war es bis Erste. Und das war ganz schrecklich. Also das muss man sich schon nochmal vorstellen. Da sind Menschen, die kennst du nicht. Das ist eine ganze Gruppe gewesen. Und da legst du dich hin und dann fertig. Keiner redet mit dir und du weißt nicht, was los ist. Ja, also der Ablauf, der Tagesablauf und das Leben dort, ich sage jetzt mal, war, wenn man jetzt einen Begriff finden muss, würde ich einfach sagen, extremst kinderfeindlich. Kalt, unpersönlich, menschenverachtend, steril, lieblos, still. Also still so gesehen, vom still so bedeutet, dass kein Leben stattgefunden hat. Also so wie man das sich vorstellt, wie Kinder leben, lachen, springen, singen, tanzen, fröhlich sein. Also das war nicht bei der Vogel. Es war einfach ein extrem disziplinierter, strukturierter, bis ins kleinste Detail geplanter Tagesablauf, an den sich alle halten haben müssen, sowohl Personal als auch die Insassen und Insassinnen. Da waren ja Buben und Mädchen. Aber bei der Mama weiß es jetzt, dass ihr das untersagt war, mich zu besuchen. Sie ist einmal gekommen, wo ich sehr gut in Erinnerung habe, wo sie mir diesen roten Barbie-Koffer gebracht hat, diesen glänzenden. Und da ist sie unangemeldet gekommen, weil sie eben vorangegangene Male schon die Untersagung eben aufgedrückt gekriegt hat, eben nicht zu kommen, mich nicht besuchen zu dürfen. Und jetzt hat sie dann irgendwie geschafft, da reinzukommen in den Vorraum. Und ich habe das dann gehört im Aufenthaltsraum, das Rufen von ihr, das Schreien von ihr. Bin dann rausgestürmt und weiß nicht, die drei Königskinder fällt mir da immer ein, sie versuchten einander zu kommen, fällt mir da immer irgendwie ein. Und ich bin gestürmt, die Mama ist gestürmt und die Vogel ist rausgestürmt aus ihrem Büro. Zwei Pfleger sind von irgendwo gekommen, die haben die Mutter gepackt, links und rechts, die Stiege runtergezerrt. Ich habe gebrüllt, sie hat geschrien und ja, schrecklich, oder?
ein kleines Kind mit 8 Jahren versucht zur Mutter zu kommen, die Mutter versucht zu ihrer 8-jährigen Tochter zu kommen und niemand lässt es zu. Die Mama war dann draußen, die Tür war zu und das, für die Vogel war das erledigt. Die Geräuschkulisse, also da waren sehr viele behinderte Mädchen, geistig und körperlich behinderte Mädchen. An dem Abend, das war Abend, also zum Abendessen bin ich angekommen und die Schwester-Bia-Gruppe hat Plastikgeschirr verwendet, weil eben zur Sicherheit, Sicherheitsmaßnahme wegen der behinderten Menschen, Mädchen, dass die nichts kaputt schlagen, hat man da Plastikgeschirr genommen. Uraltes, grausliches, stinkendes, schmieriges Plastikgeschirr, zerkratzt, das vergilbt es schon. Da hat es Kartoffeln gegeben mit Spinat, das kann ich mich noch erinnern. Und die sind da alle so gesessen an dem langen Tisch und haben da mit stillschweigend, aber doch laut mit diesen Geräuschen und mit Schlagen und speichlich runtergeronnen bei manchen, haben die da Abend gegessen. Und da habe ich mich dazusetzen müssen. Und das war furchtbar. Weil da hat ja niemand geredet. Erstens war Sprechverbot, es war generelles Sprechverbot die ganzen Jahre. Egal wo man war, in welcher Gruppe, auch in der Haushaltungsschule hat das noch existiert, das Sprechverbot. Ja, und dann macht man sich dann einmal einen Eindruck und traut sich eigentlich gar nicht recht schauen, wer da alle so sitzt und wie die ausschauen, die Menschen, weil man sich ja gefürchtet hat. Erstens, um einen selber hat man sich gefürchtet, weil man nicht gewusst hat, wo man da jetzt ist. Es war alles so riesengroß und das, eben die Gerüche waren schrecklich und diese Menschen dann so hautnah dir gegenüber zu haben, da habe ich jetzt erst einmal zurechtkommen müssen. Da gibt es zwei prägnante Punkte, was Martinsbühl betrifft. Zum einen dieses extrem Bigottische und zum anderen die Schwerstarbeit vom Anfang an. Also die zwei Punkte haben mich die ganzen Jahre in Martinsbühl begleitet. Zu allem anderen hinzu. Und das war aber so das tägliche Brot. Das war irgendwie nur die Zusatzlast, was wir aufgedrückt gekriegt haben. Dieses Bigottische, dieses ständige Beten, diese ständigen Messen, diese ständige Kirche und Heiligtum und Heiligsein und diese Schwerstarbeit. Zu allem anderen noch dazu. Zu der Gewalt zum Beispiel, die was ja tagtäglich stattgefunden hat. Also von Ohrfeigen bis über Tritte, bis über Zusatzhilfsmittel von Besen, Bracker, Kehrschaufel, kleiner Kehrbesen, Gartengeräte. Ja, also da müsst ihr jetzt eine ganze Litanei erzählen. Von Knien, dunkelhaft, Essensentzug, Essenszwang, Kaltduschen, das Nacktsein auch, also dieses erzwungene Nacktsein, nicht nur von einem Mädchen oder von einer Betroffenen, sondern von vielen auch, diese Waschzwänge, wo man erleben haben müssen, dieses einmal in der Woche Oberkörper waschen, wo alle Mädchen sich nackt machen haben müssen, Oberkörper nackt machen, und alle zugleich, obwohl sich ja immer nur hat können einer waschen und die anderen haben hinten wie im Entenmarsch anstehen müssen und haben gewartet, bis sie dran kommen. Die körperlich extremsten Arbeiten waren die Waschküche, die Küche und die Landwirtschaft. Der Garten. Und der war ja riesengroß. Das ist ja, bei der Begehung haben wir es ja gesehen, das hat sich ja extrem reduziert. Die letzte Anzahl von Menschen samt Schwestern, was noch verblieben sind bis zur Schließung, das waren 15 hochgerechnet. Und die Anfangsjahre, das war ja bis zum Friedhof runter alles Acker, also alles Gemüseanbau und Obst, hauptsächlich Gemüse. Kartoffelecker waren sehr lang, das waren ja wirklich lange Äcker bis zum Friedhof runter. Und der, was einmal dort war und das gesehen hat, weiß, wie viel und umfangreich das war zum Bearbeiten. Also Herzlichkeiten oder lustig sein oder so, das ist ganz wenige Male passiert, dass einmal die Schwestern aus sich herausgegangen sind und irgendwas Lustiges einmal erzählt haben oder sie haben geglaubt, dass sie was Lustiges erzählen. Das waren ganz minimale, kurze, kleine Momente, wo es einmal etwas wie Fröhlichkeit gegeben hat. Also aber Zuwendungen, Umarmungen oder Trost oder Gespräch, das hat es nicht gegeben.
Und das war eine riesen Erleichterung, da über den Bügel runterfahren da. Und zu wissen, dass ich da nie mehr wieder hin muss, das erinnere mich heute noch gern. Das war unglaublich. Und teilweise hat man es ja gar nicht glauben können, dass man da jetzt wirklich wegkommt. Da hat man lange gebraucht, dass das ganz gewiss war, dass man da nie mehr wieder zurückkommt. Dass die nie mehr wieder irgendjemand da hinbringen wird. Das war schon toll. Ja, dann sind wir da zu der Tante Monika gefahren und dann war ich in Freiheit. In Innsbruck übrigens war dann mein erster Ort der Freiheit. Ja. Und die erste Aktivität, was ich jetzt so außerhalb von Mauern durchgeführt habe, unternommen habe, das war in die Stadt reingehen, in die Maria-Theresien-Straße, da kann ich mich noch erinnern. Und da hat mir dann aber bald einmal, so schön das auch war, so toll das auch war, du hast überall schauen können, keiner hat auf den Kopf geschlagen, dass du geradeaus gehen musst oder in zweier Reihe. Und ein irrsinnig drunter und drüber Gefühl ist das, also richtig zerrissen war man, weil man gewusst hat, einerseits ist ja jetzt keiner mehr da, was da was anhaben kann, andererseits war man sich nie sicher, ob nicht doch von hinten irgendwas kommt. Also das muss man sich so vorstellen, wenn man 8 Jahre da unter Zwang steht, unter Beobachtung, und dann auf einmal geht man da ganz allein, ich war 16, geht man da ganz allein der Straße entlang, was eigentlich total selbstverständlich sein sollte, war es aber nicht. Für einen großen Teil von Menschen war es das nicht. Und das ist Anstrengung gewesen. Anstrengung, weil es waren irrsinnig viele Menschen. Man hat aufpassen müssen, wo man hintritt. Es war so viel zum Schauen, es war so viel zum Hören, so viel Geräuschkulisse. Und das ist sehr irritierend gewesen und andererseits auch sehr aufregend. Also das war schon. Und dann, wie gesagt, ist dann der Punkt gekommen, wo es mir zu viel geworden ist. Also da ist dann eine Grenze gekommen, da habe ich es nicht mehr gepackt. Also da habe ich Atembeschwerden gekriegt, Panik. Und dann bin ich noch, ich glaube, ich habe geschaut, dass ich, bevor es dunkel wird, dass ich wieder bei der Tante Monika bin. Das ist angegangen mit dem morgendlichen Wecken. Wann genau das war, weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich war ja zuerst klein und dann schon Schulkind auch noch. Weckt worden sind wir alle gleichzeitig, das weiß ich, weil wir alle gleichzeitig frühstücken haben müssen. Bis zum Wecken durfte nicht gesprochen werden, nicht einmal geflüstert. Und wenn man das getan hat, ist man auch bestraft worden. Und dann hat man aus den Betten raus müssen und dann im Gänsemarsch in den Waschraum rein, da waren so ganz lange so, wie auf die Hütten dran, solche Waschbecken. Dann hat man sich eben abgewaschen und dann in den Frühstücksraum rein und dann sind wir da alle sehr brav wie die Mäuschen gesessen und dann hat es eben Frühstück gegeben, das war unter so ein Tee. Und Brot, eine Scheibe Brot, ein Schwarzbrot mit Marmelade für die Kinder, die brav waren, die nicht brav waren in der Früh, die haben entweder keine Marmelade oder gar nichts gekriegt, das hat da schon angefangen. Und die anderen sind dann in die Schule gegangen. Und ich kann mich eigentlich nicht so genau erinnern, was wir da Vormittag getan haben. Wir waren sehr diszipliniert eigentlich. Ich weiß zwar, wir haben da so ein Spielzimmer gehabt, aber da hat man sich auch nicht rühren dürfen, da hat man auch nicht laut sein dürfen. Es ist praktisch jedes Mal, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, wenn man irgendwas getan hat, was verboten war, dann hat man entweder Schläge gekriegt oder Essensentzug sowieso oder ist einem bei den Haaren gezogen worden. Meistens bin ich in irgendeiner Ecke drinnen gesessen. Also beschäftigt mit uns hat sich niemand. Das weiß ich definitiv. Weil diese Gesangsstunden praktisch, das haben ja nur dann stattgefunden, wenn da so eine Kontrolle von den Behörden ins Haus gestanden ist und die demonstrieren wollten, wie gut es uns geht und wie brav und wie gut erzogen wir sein. Und dann war Abendessen, das muss relativ früh gewesen sein, und dann ist man ins Bett gesteckt worden. Das war's dann. Und dann hat man müssen im Bett da rausgehen. Weinen war verboten, Reden war verboten, alles war verboten. Wenn immer ich an das Heim zurückdenke, ich sehe nur Gewalt. Gewalt seitens der Schwestern, Gewalt seitens der größeren Kinder. Da hat sich die Hierarchie gegeben, von oben nach unten natürlich auch noch. Die Großen, die Kleinen, die Kleinen, die ganz Kleinen. Die ganzen vielen Vorfälle, wo mir auch dann die größeren Kinder praktisch mir die Bitte über den Kopf gezogen haben, sich draufgesetzt haben auf mein Gesicht, ich fast erstickt wäre.
wo man mir die Holzscheiteln über den Kopf gezogen hat, zum fallweise einschlafen, aufwachen. Mein Bruder mit den ganzen Kleiderbügel blutig geschlagen hat, weil er Bettnässer war. Und. Das alleingelassen sein, das am Dachboden eingesperrt werden, stundenlang Scheitel knien müssen mit ausgestreckten Händen. Es ist eigentlich nur Gewalt. Also zusammenfassend, Gewalt. Nichts anderes. Einzige schöne Erinnerung gibt es nicht. Da war nichts, da war absolut gar nichts. Da war niemand, der die in den Arm genommen hat. Da war niemand, der da auch nur einmal über den Kopf gestreichelt hat. Da war niemand, der die getröstet hat. Ganz im Gegenteil, wenn man in der Nacht geweint hat, dann hat man eine Ohrfeigen gekriegt von den Tanten und die von den größeren Kindern auch noch geschlagen wurden. Also weinen war nicht erlaubt. Ich habe mir zum Beispiel dann angewöhnt, ich habe dann wirklich sämtliche Polster und Bettdecken, die Ecken zusammengebissen. Ich habe dann immer noch die Bettwäsche gekriegt, natürlich nicht. Weil ich irgendwo mit meinem Schmerz hin habe müssen und ich habe nicht laut sein dürfen. Also von Gebogenheit, nicht einmal ansatzweise. Man war, wenn ich so zurückdenke, du bist eigentlich eine Nummer gewesen. Ich glaube, im Gefängnis ist es besser. Man hat uns ins Krankenzimmer gesteckt und hat sich nicht mehr gekümmert um uns. Wenn man Hunger gehabt hat, haben wir Pech gehabt. Wenn man Durst gehabt hat, haben wir Pech gehabt. Dann hast du 20 Mal nach der Tante gerufen. Wenn Glück gehabt hast, ist sie vielleicht zweimal am Tag daherkommen. Wenn man Pech gehabt hast, ist sie gar nicht gekommen. Wenn du sehr hohe Fieber gehabt hast und du warst nicht fähig, dir selber das Essen zu holen, Mittag und am Abend, dann hast du gar nichts gekriegt. Fertig. Ein Arzt ist nur geholt worden, wenn es gleich kurz vor dem Sterben war. Weil ich sehe mir viele, viele Male drin liegen. Oder wenn es so Epidemien waren. Keuchhusten. Und das Ganze, die ganzen Sachen habe ich alle durchgemacht im Kinderheim. Dann hat der Arzt natürlich kommen müssen. Und ich wollte mal unbedingt dann in die Schule. Und ich weiß noch gut, meine Mama ist dann hingegangen mit mir. Und die war fürchterlich winzig und dünn und blass. Und die Lehrerin hat gemeint, ich schaffe das nicht. Und ich bin da gestanden und habe ihr vehementest erklärt, doch, ich schaffe das schon. Weil ich will da jetzt unbedingt hin. Und eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, wir waren ein paar Stunden weg dann vom Heim, überhaupt weg. Ich war sehr wissbegierig, ich wusste, ich kann da was lernen. Und der dritte Grund war die Schulmilch. Es hat jeden Vormittag Schulmilch gegeben. Und da hat man sich in der Pause angestellt. Und das war was, was wir nicht gekannt haben. Wir haben ja nie eine Milch gekriegt, weder eine warme noch kalte. Wir haben zwar einen Gräsbein gekriegt, aber der war mit Wasser angemacht. Also Milch habe ich gar nicht in dem Sinn gekannt eigentlich. Und die Schulzeit selber war, ich habe eine Traumlehrerin gehabt. Also sie hat sich sehr gekümmert, speziell um die Heimkinder. Und es hat auch, wenn einmal der Griffel kaputt war, wir haben ja noch Schiefertafeln und Griffel gehabt. Dann hat man von ihr einen neuen gekriegt, weil im Heim hast du ja nichts gekriegt, außer Schlägen, was kaputt gegangen ist. Und in der Pause hat man sich dürfen das Heimkind zweimal anstellen um die Milch. Es waren so kleine extra Bonusse, die man da gehabt hat und die natürlich den Heimalltag dann schon sehr erleichtert haben irgendwo. Ich habe für mich eine Methode gefunden, das die anderen nicht verstanden haben, weiß ich nicht. Ich habe mich weggebeamt. Ich habe sehr schnell gelernt, dass ich mich selber trennen kann. Dass die Irene, der das ganze, die ganze Gewalt passiert, die ist jetzt da, aber dann gibt es eben noch eine andere Irene und die ist ganz woanders. Ich war dann irgendwo, was schön war. Ich habe mir so eine Fantasiewelt zusammengebastelt, wo mein Vater sizilianischer Adeliger war. Das habe ich später auch in der Schule sehr verkündet. Weil ich wollte eigentlich auch einen Vater haben, den man lieben kann, meinen habe ich nicht lieben können. Und ich wollte eine Mama haben, die mich beschützt natürlich, habe ich auch nicht gehabt. Und dann habe ich mir das halt so zusammengebastelt. Das haben sie mir teilweise sogar abgekauft, nicht im Heim, aber später. Schlimm war, dass ich meiner Mutter nicht mehr vertraut habe. Man hat mir ja im Heim immer gesagt, wir müssen da bleiben, weil unsere Mutter liebt uns nicht mehr. Man hat uns ja später dann, wenn meine Mutter ein eigenes Zimmer gehabt hat und mein Vater, haben sie uns ja am Wochenende geholt. Das war ja noch schlimmer fast, wie das Durchgängige drinnen sein, weil man uns immer zurückbringen hat müssen. Und das war dann immer ein Drama und jedes Mal hat es dann geheißen, das passiert deswegen, weil wir so schlimme Kinder sind und weil uns unsere Eltern nicht mehr mögen. Wobei das beim Papa dann eher so war, bei meinem Vater, ich habe Angst gehabt, also eher Angst gehabt vor ihm, da habe ich jetzt nicht auf die Liebe gewartet, aber bei der Mama. Und wenn man das dann jetzt mal gesagt hat und das durch 3 Jahre hindurch und noch länger, meine Mama hat später einmal zu mir gesagt, damals hat die Entfremdung auch angefangen zwischen uns, für sie auch, weil sie gemerkt hat, wie sehr sie ablehnen anfangen, wie sehr der Widerstand da ist. Und sie hat das dann auch nicht mehr aufgebaut, das ist nicht mehr gegangen. Zusammenfassend muss ich sagen, ich habe seit damals ein Loch irgendwo innen drinnen, so ein Vakuum, es fühlt sich wie ein Vakuum an und das kann einfach niemand mehr füllen.
Nicht einmal meine Tochter, nicht einmal mein Enkel, auch nicht mein Mann. Das Stück bleibt, das Stück tut weh, das schmerzt wie eine Wunde, die immer wieder aufgeht, die sich auch nie ganz schließen wird. Das ist so der Kontext von dieser ganzen Heimgeschichte zu allen anderen Gestörtheiten dazu. Meine Zwillinge, die fordern mich schon auch sehr. Das gebe ich auch ganz offen zu, das ist auch so. Also jeder, der was Kinder hat, der weiß das. Also sie fordern sehr, aber sie sind was Wunderbares in meinem Leben. Also ich möchte jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zurückhaben. Also so wie es ist, ist gut. Durch die Therapie und durch die Gruppe geht es mir wesentlich, wesentlich besser. Und ich hoffe, die bleibt noch lange, die Gruppe. Ja. Mein Wunsch wäre halt, dass das Ganze nie mehr passiert ist, aber das wird nur ein Wunsch bleiben und dass die Leute mehr schauen sollen. Und mein Wunsch wäre, wenn das Jugendamt ein bisschen mehr tun würde, das wäre mein Wunsch. Und mein Wunsch ist auch, jetzt kommen die Wünsche, dass man mehr auf die Betroffenen eingeht. Also ich bin ganz froh, dass sich diese Prophezeiungen, was uns die Schwestern, so von wegen ihr Mädchen, ihr werdet eh alle einmal ja, im horizontalen Gewerbe landen, dass diese sich nicht bestätigt haben, dass viele von uns sehr wohl einen geraden Weg gegangen sind und dass wir heute im Leben stehen und dass wir heute mit Stolz und Recht sagen können, wir sind wer, trotz unserer Vergangenheit. Mein Gefühlszustand jetzt ist im Vergleich, wie er einmal war, sehr gut. Ich glaube, es liegt aber auch wirklich das daran, dass ich ein Mensch bin, der sich irrsinnig mit den Dingen beschäftigt. Auch versucht hat, alles zu bearbeiten. Schon vor vielen Jahren versucht hat, weil es immer natürlich, wenn du einen Trauprozess nicht durchlebst, irgendwann musst du schon durchleben, das nur ein Jahr später ist. Und die ganze Geschichte auch durchleben, die ich sehr wohl probiert habe, mit psychologischer Therapie zu bearbeiten. Haben wir auch gemacht, bis wir beide eigentlich, die Therapeutin und auch ich, auf den Standpunkt gekommen sind, dass man viele Dinge bearbeiten kann. Und manche Dinge kann man nicht mehr bearbeiten. Die kann ich annehmen, die so anschauen, dass die sein können, Teil zu meinem Leben. Ich habe dann die Amateur-Jockey-Prüfung gemacht. Ich bin dann 10 Jahre als Amateur geritten in die Rennen in Mailand, Turin, München, Baden-Baden. Habe verloren und gewonnen. Und bin dann eigentlich so nie mehr straffällig geworden. Habe zu der Zeit auch meine Frau kennengelernt, mit der in der Zwischenzeit 27 Jahre benannt bin. Habe eine nette Tochter und vor allem eine nette Enkelkind. Und was mich anzipft ist, das ständige Beten gehen da alle Tage in der Früh. Also ich habe jetzt für 100 Jahre vorausgebetet. Also wenn ich im Chor bin, ich bete nur mehr sporadisch mit, wenn ich Lust habe. Wenn ich keine Lust habe, bete ich nicht mehr mit, ich tue nur mehr zwitschern, ich tue nur mehr singen, weil ich für 100 Jahre in Scharnitz vorausbetet habe. Ich muss ehrlich sagen, solange ich die Augen in der Früh aufmache, solange ich einen Humor habe, solange ich mein Leben, was ich gehabt habe, herzahlen kann, wie ich gelebt habe, so lange bin ich zufrieden. Ja, man, eigentlich geht es mir gut. Ich meine, wir haben natürlich auch meine Vergangenheit gelehrt, meine Ansprüche ein bisschen zu reduzieren. Ich meine, wenn ich jetzt einfach meine aktuelle Befindlichkeit rückblickend, jetzt reflektierend mit diesem ganzen Heimaufenthalt und mit der ganzen Scheiße, die da gelaufen ist, dann komme ich halt auf den Punkt, wo man sagen muss, eben, hurra, ich lebe noch, oder da gibt es eben so ein, aus dem amerikanischen Rocksong dieses Fuck you, I'm a survivor. Heim prägt schon. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wie ich rausgekommen bin, dass ich da hinten einen Schüler habe. Kommt vom Erziehungsheim St. Martin, ist asozial und ein Verbrecher. Ja.
Und ich habe mich in der Gesellschaft nicht wirklich eingebunden gefühlt. Ich war so ein Getriebener. Ne? Ich war immer auf der Lauer, immer, wo kommt der Gefahr, wann kommt der nächste Crash, wann passiert das nächste Negative. Das Nachdenken, das ist bei mir immer stärker, so die letzten Jahre jetzt. Gell, weil vorher war das, wie wenn es nicht wahr gewesen war eigentlich, durch das viele Arbeiten und Ding, habe ich keine Zeit gehabt zum Nachdenken. Immer fleißig auf der Familie, die hat da immer alles gehabt, die war für mich auch immer aus der Stelle. Und jetzt seit Jahren eigentlich ist mir das so richtig bewusst worden, gell? Da, was da abgekannt ist. Und denke ich auch, wenn ich an die Berge bin, ja gern, denke ich auch immer wieder mal nach. Oder es kommt immer wieder mal nicht. Und schlafe da auch nicht mehr so gut, aber da wird es einmal nichts tun. Es ist, gewisse Träume habe ich da auch. Ja, das war vorher eigentlich nicht. Dass man sowas nicht entschädigen kann, das wissen wir auch, aber es war eine Anerkennung. Verstehst du? Und meiner Familie hat es auch gut getan. Und das ist, also ich habe das, wenn das 2 Jahre früher gesagt hast, dass sowas passiert, dann wärst du für mich ein Märchenerzähler gewesen. Oder ein Fantast in die, nicht Märchen, sondern ein Fantast in die Zukunft. Aber bis heute noch dankbar, aber nicht wegen dir. Was Geld ist nicht alles auf der Welt. Für das Persönliche. Weißt du? Ja, das war's. Und alle haben es erzählt. Die Leute trauen sich erzählen. Und das wird wohl der beste Grundstück für die Zukunft sein. Dass es nicht mehr passiert. Ich habe lange kämpfen müssen drum. Ich habe mich ein paar Mal wirklich auch selber verloren, jetzt als Persönlichkeit. Ich habe extrem viele Blödsinn gebaut. Ich habe Glück gehabt, dass ich beinhart gesagt nicht am Straßenstrich gelandet bin. Da habe ich mich immer selber Gott sei Dank schützen können davor. Worauf ich stolz bin, ich bin keine Alkoholikerin geworden, ich habe nie Drogen genommen. Ich habe mein Leben irgendwo in den Griff gekriegt. Ich habe meine Lehrzende gemacht, ich bin dann ein Vorarlberg gewesen, ein paar Jahre lang. Also ich habe immer für mich selber sorgen können, ich war nie auf irgendjemanden angewiesen, ich war niemandem was schuldig, da habe ich mir drauf geschaut. Meine Beziehungen, auch die langjährigen, sind natürlich in die Brüche gegangen irgendwann, weil ich da noch nicht bereit war dazu. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, rückblickend, ja, ich habe es geschafft. Und ich sage heute, ich glaube an etwas, aber ich glaube nicht an die katholische Kirche. Ich bin des Besseren belehrt worden. Schlimmste Zeit meines Lebens. Einmal Hölle und Retour. Musik.